So, es wird Zeit, Kundus zu verlassen. Wir sind jetzt hier schon im Taxi. Was ist denn? Aber wir brauchen, glaube ich, noch zwei Passagiere. Sonst können wir nicht für 4 Euro zur Grenze fahren. Es dauert eine Stunde. So, das Taxi ist voll. Ja, es geht zur Grenze. Ja, so, es kostet 4 Euro. Und es braucht ungefähr eine Stunde bis zur Grenze. Willkommen in Tadschikistan. Ich habe gerade meine Border-Übergrenzung gemacht vor ungefähr einer Stunde und jetzt machen wir hier eine kleine Mittagspause, ja, und essen etwas in einem Restaurant in einem Dorf. Food. So, hier die ersten Eindrücke von Tadschikistan. Ach so, Familienzimmer, glaube ich, ja, Family Room. So, jetzt haben wir lokales Essen hier in Tadschikistan. Also es ist Suppe. Suppe und Brot. Ja. So, wir sind angekommen hier in Dushanbe und das ist mein neues Gasthaus. Es sieht sehr schön aus und das ist das zweitbilligste Privatzimmer, das ich gefunden habe, für 22 Euro die Nacht. Es gab noch eins für 18, aber das hatte sehr schlechte Bewertungen und alles andere waren nur Hostels mit geteiltem Zimmer. Ich würde schon gerne ein eigenes Zimmer haben und für das Budget kann ich es mir leisten. Bis 25 Euro ist okay. Mein neues Outfit hier aus Afghanistan. Sieht aus wie ein, ich weiß gar nicht, wer sowas trägt. Ja, aber gut. So, das ist jetzt mein wunderbares Hotelzimmer. Für 22 Euro. Und sie haben mir ein privates Badezimmer gegeben. Er meinte, es wäre normalerweise nicht im Preis bei dem Budget Room. Also, Tadschikistan ist nicht günstig, ja, aber auch nicht so teuer. So, und dieses Hotel ist wirklich luxuriös, wie man sehen kann. Und was mir besonders gefällt, ist dieser Balkon. Sehr, sehr schöner Ausblick. Drüben gibt es so eine Art chinesisches Haus. Wunderbar. Das sind meine ersten Eindrücke von Dushanbe. Und hier ist noch ein schönes Hotel nebenan. So, machen wir einen kleinen Spaziergang hier in Dushanbe. Ich glaube, die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, wo überhaupt Tadschikistan ist, was Tadschikistan ist. Ja, und ich auch nicht. Ja, ich bin nur hier hingekommen, weil es halt direkt neben Afghanistan ist und ich es nicht kenne. Und ich besuche gerne jedes Land, weil es immer Überraschungen hat. Die Kultur ist unterschiedlich, es gibt andere Sachen. Und hier zum Beispiel, es ist ein bisschen russisch, denn es war ein Teil der ehemaligen Sowjetunion. Ja, ich glaube, hier vorne ist die Straße. Deshalb sieht man oft die russischen Zeichen, ja, die kyrillischen Zeichen. Und es ist sehr interessant, es liegt direkt neben China, aber da China nur eine Zeitzone hat, wenn man über die Grenze geht, hat man 3 Stunden Zeitunterschied. Das ist, glaube ich, weltweit die Grenze mit dem größten Zeitunterschied. Ja, also die Landesgrenze. Ja, das heißt, man geht einfach ins andere Land, über die Grenze und plötzlich ist es 3 Stunden später. Das ist unglaublich. Ja, so wie man hier sieht, die Leute sind auch Moslems, aber sie sind nicht so streng wie in Afghanistan. Ja, erstens, Gott sei Dank, Musik ist erlaubt. Ja, ich kann wieder Musik hören, ohne Angst zu haben. Ja, selbst im Bus, ich saß gestern im Bus neben diesem Taliban für 10 Stunden und ich habe mich nicht mal getraut, Musik zu hören auf meinen Kopfhörern. Vielleicht fragt er, was hörst du da? Ja, Musik. Und dann schaut er mich böse an. Deshalb, man muss vorsichtig sein hier. Es ist nicht so illegal, aber es ist verpönt. Es ist natürlich illegal sogar auf Festen. Ja, also ein Fest, eine Hochzeit, sie mussten Strafe zahlen, 200 Euro, weil sie Musik gespielt haben. Aber egal, das Thema heute ist Tadschikistan. So, hier sehen wir einen Supermarkt. Ja, sie haben Nüsse für 4 Euro. Eieiei. Ist leider etwas teurer als in Afghanistan. Snickers 6 Euro für die Mini-Sachen.
Chips. Oh, es gibt Chips mit Messi jetzt. Für die WM wahrscheinlich. Tja, dann müssen die aber an der Qualität gespart haben, wenn sie Messi so viel Millionen für das Foto bezahlt haben. So, hier gibt es Süßigkeiten. Milch kostet 3 Euro. Das ist ja unglaublich teuer. Moloko. Zum Glück trinke ich keine Milch. Aber die Preise hier sind echt hoch. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Supermarkt suchen. Cola. Und endlich gibt es auch wieder Bier. Ah ja. Ah, sehr interessante Bilder auf dem Produkt. Und jedes hat ein anderes Bild, wenn man sich das anschaut. Chips auch teuer. 3,50 Euro. Uiuiui. Ich vermisse Afghanistan schon sehr. Such mal einen anderen Supermarkt. Der hier ist zu teuer. So, hier gibt es viel Gemüse. Ihr trinkt auch Tee. Mal schauen. Oh, die Bananen sind aber teuer. 3 Euro das Kilo? Nee, kann nicht sein. Oder Cent. 30 Cent das Kilo. Das sind 3. Ah ja, das ist günstig. Ist das Kilo? Ein Stück. Ein Stück? Ja. Ah, Sie sprechen Deutsch? Ah, natürlich. Ich spreche Deutsch, Englisch und Arabisch. Ah. Okay, also eine Banane kostet 3 Samoni. Cent. Aha, okay. Also pro Banane. Ja, sehr gut. Warum sprechen Sie so gut Deutsch? Was sagt ihr? Das kostet 5 Euro. Ach, die kosten weniger. Ach so, die Bananen sind billiger. Das kostet 5 pro Banane. Ah ja, 50 Cent für eine Banane, das ist teuer. Ja, Deutschland ist billiger. Yeah. Ja. Deutschland ist billiger, ja. Wow, hier ist teurer als Deutschland. Dann holen wir uns die Bananen hier. Okay. Ich frage, ich war in Deutschland, ich habe gelebt und gearbeitet. Ja. Okay. In Mainz und Rostock. Mainz und Rostock? Ja. Ah, sehr schön. Haben Sie Grüße an die Deutschen? Ja, natürlich. Eine schöne Zeit. Wie lange, wann sind Sie wieder zurückgekommen nach Tadschikistan? Ich war PhD-Student damals. Student waren Sie? Ja, PhD. Ah. Oh. Promotion gemacht. Aha, das ist sehr gut. Das ist schon, sind Sie sehr intelligent bei der Universität? Ja, natürlich. Und was machen Sie jetzt? Ich arbeite im Fachbereich in Chemie. Chemie? Ja, ein Doktor. Ich bin Doktor. Doktor, ah ja, sehr interessant. Ja. Gibt es viele Leute hier, die in Deutschland waren oder Deutsch sprechen? Ja, natürlich. Ja. Hier ist Deutschlandzentrum mit deutscher Sprache. Ich denke, und in der Universität ja. Sind viele, viele. Deutsche Fragengruppe. Aha. Für deutsche Lehrerin. Ja, so teuer hier und hat kein Wechselgeld für die 5 Euro. Ich denke, es ist normal billiger. Ja, vielleicht, weil es keine Bananen in Tadschikistan wachsen. Ja, ja, wir haben ja keine Bananen. Deshalb. Warum sind Sie hier? Urlaub. Urlaub? Ja, ich bin neugierig. Was gibt es hier? Oh, Sie waren auch in Deutschland? Ja. Ah, moin. Sie sprechen Deutsch? Ja, ja. Niprimayo, Ruski Niprimayo. Vielen Dank, thank you. Spasiba Rahmani. Ja, Rahmani. Rahman. Rahman. Wir haben He auch. He. Rach. Rach. He. Wir haben He. Rahman. Rahman. Okay, danke, tschüss. So, sehr interessant, man sieht Deutsche überall, das ist perfekt, ja, gerade hier auch, ja, so, aber so teuer hier, 4 Bananen, 1,30 Euro, das gibt's doch gar nicht, ja, Afghanistan war da viel billiger, aber sie müssen doch eigene Produkte haben, die, so ein Kilo Äpfel, 8 Euro für ein Kilo Äpfel, 10 Euro für ein Kilo Äpfel, die Preise sind unglaublich. Zum Leben ist es nicht so gut, wenn es so teuer ist. Aber man muss es auch was Günstiges finden. Ja. Nüsse, Trockenfutter irgendwie. Wird man sich doch hier auch ernähren können. Und hier haben sie auch komische Sachen.
Ich glaube, das ist Schafskäse. Ja, Schafskäse. Was ist das da vorne? Der Busbahnhof, glaube ich. Duschambe. Uff, und es ist arschkalt hier. 10 Grad oder so. Wäre interessant, ein Foto von einem Mann. Keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht der Präsident. Und was hier auf den Schildern steht, erinnert mich an Nordkorea. Deutsche Produkte. Doppelherz aktiv. 11 Euro. Das ist ja viel teurer als bei DM. So, es ist wieder ein wunderschöner Tag hier in Duschambe in Tadschikistan. Ja, ich suche jetzt einen Supermarkt, um etwas zu essen zu kaufen. Oh, hier sollte es eine Fitnessstudio geben, sogar mit Schwimmbad. Ah ja, da ist ja das Gym. Mal gucken, was es kostet. 300 for 3 days. Yeah, for one time. Ja. 120 for 3 times. 300. Ah, okay. Ah ja, so 65 Euro für einen Monat Fitnessstudio, aber sie haben Schwimmbad. Ja, ist gut. Und pro Tag 12 Euro pro Tag oder 30 Euro für dreimal trainieren. Ja, ist etwas teurer als McFit in Deutschland, aber es ist also besser als McFit. Es ist ein sehr gutes Gym, es ist ein very good Gym. Yes, of course. Ah, yes. The best Gym in Duschambe. Yes, of course. But the best, it's new, yeah. Ah, and it's very new. All equipment is new. Also, wir haben hier ein kleines Angebot gemacht. Viermal für 30 Euro, aber das ist auch sehr, sehr teuer. Ja, ich glaube, da mache ich lieber am Spielplatz ein paar Übungen. Das ist besser. So. So, jetzt gehen wir zum Supermarkt. Der ist hier auf der anderen Straßenseite. Unglaublich interessant, die Stadt. Es gibt sogar viele Elektrobusse, aber nicht alle. Er noch nicht zum Beispiel hier. Ja, man ist auch schwierig, über die Straße zu gehen. Ja, die nächste Ampel ist 5 Minuten weg. Das ist der Supermarkt. Wie spricht man das aus? Paikar, I think. Ich hoffe, sie meckern nicht, dass ich filme. Sieht nach einem sehr großen, schönen Supermarkt aus. So, Obst und Gemüse. Getrocknete Früchte. Was geht? Ein Kilo Walnüsse, 10 Euro. Ja, Datteln, 18 Euro. Cashews, 14 Euro. Mandeln, 11 Euro. Ja, hier haben die Süßigkeiten. Keine Ahnung, was das ist. Oh, ja. Das ist doch günstig. 4 Euro für so etwas. Keine Ahnung, was das für Produkte sind. Milchpuder. 200 Gramm nur auf 1,40 Euro. Also der Supermarkt ist nicht teuer. So groß ist der Supermarkt auch nicht. Das ist schon am Ende. Tiefgefrorenes Fisch. Und noch mehr. Ja, gestern war es sehr, sehr teuer in der Stadt. Hier ist es etwas günstiger. Eine Cola auch nur 30 Cent. Das ist sehr günstig. Naja, ich bräuchte warme Socken, aber die sind nicht so warm hier. Saft. 2 Euro knapp, 1,80. Das ist ja gut, man kann alles genau durch 10 teilen. Da versteht man die Preise viel besser. Ist nicht so günstig wie in der Ukraine, oder? Schwarze Schokolade für 1 Euro gibt es in der Ukraine, aber hier nicht. Bananen sind echt teuer. 1,20 Euro für 3 Bananen, ein halbes Kilo. So, eingekauft, 13 Euro die Tasche. Hier ist ein kleiner Supermarkt. Oh, sie haben Vögel hier im Geschäft. Okay, danke schön, thank you. So, let's have a look. Schauen wir mal nebenan, in dem Geschäft hier. Sie hier Alkohol haben. Hallo? What is this? No. Ah, yes. Ah, was haben Sie hier? Aha. Sie verkauft etwas zu essen. Oh, was ist das? Ich probiere es mal, ja. Was auch immer das ist, probieren wir es mal. Ja? Can I have so one is four? So I want to have one to try. Das sind gefüllte Tagtaschen. Ich glaube, das ist Zwiebel und Fleisch. So, sie hat jetzt 50 Cent verlangt. Sie hat zwar 4 Finger gezeigt, aber dann 50 Cent verlangt. Das sind halt Preise wie in Deutschland. Das ist nicht wirklich günstiger. Teilweise teurer, teilweise billiger. Das Hotel ist billiger. 22 Euro in Deutschland findet man so ein Hotel nicht.
Aber Essen, Supermärkte sind auf jeden Fall teurer. Ansonsten Taxis, Busse habe ich noch nicht genommen. Das werde ich herausfinden. Es ist wieder ein wunderschöner Tag hier in Tadschikistan. Ja, ich gehe jetzt einmal die Stadt erkunden. So, ich bin gerade hier auf dieser Fluggesellschafts-Ticket-Straße. Also hier gibt es überall Fotos von Flugzeugen. Hier, Air-Ticket. Anscheinend sind das hier die Reisebüros. Auch hier sehr unscheinbar, diese alte Tür. Aber anscheinend kann man hier Flugtickets kaufen. Ist die Frage, ob die billiger sind als Skyscanner. Ja, viele Airlines wie hier Somon Air oder Ural Airlines sind, glaube ich, gar nicht gelistet, ja, auf Skyscanner, weil die nicht diese Sicherheitsmaßnahmen erfüllen. Ja, aber sie haben auch einen riesigen Bär. Ja. Hallo, Air Ticket? Englisch? I know English. Alright. I want to buy Air Ticket to Tashkent. Sehr interessant, die verkaufen hier diese Bären, Flugtickets und Blumen. Wow. Und sie haben auch einen Vogel, der aber nicht singt oder nicht trainiert ist wie in Afghanistan. Vielleicht singt er, doch, er singt ein bisschen. So, Flugtickets hier von der Hauptstadt Tadschikistans zur Hauptstadt Usbekistans, Taschkent, kosten 150 Euro diesen Monat, das günstigste. Aber nächsten Monat wären es 80 Euro. Aber so lange will ich nicht bleiben, deshalb nehme ich den Bus und es sind auch nur 7 Stunden Fahrt. Oder ein Taxi, glaube ich. Ja, außerdem wollte ich dann noch die Stadt Samarkand sehen in Usbekistan. Und von dort aus gibt es auch Schnellzüge in die Hauptstadt für nur 10 Euro, habe ich gehört. Ja, heute in meinem Hotel habe ich einen Amerikaner getroffen und der hat mir davon erzählt, von diesen Schnellzügen. Ja, sie haben anscheinend bessere Züge als in Russland. Ja, sehr, sehr interessant. Auch interessant zu sehen, wie entwickelt diese Stadt ist. Ja, also wirklich absolut sauber. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Von der Grenze zu Afghanistan hier. Ja, ich habe selten so einen großen Unterschied gesehen, wenn ich eine Landesgrenze überschritten habe. Die Karte des Landes, die Berge im Osten und im Westen sieht man hier Dushanbe. Ja, und hier haben wir eine Statue als Symbol genommen. Müssen wir sehen, wo das überhaupt ist. Hier links gibt es ein paar Geschäfte, was zu essen und einen Bär. Gucken wir mal, was hier vorne auf der anderen Straßenseite zu finden ist. So, hier gibt es einen kleinen Park. Mal schauen, also hier rechts ein Spielplatz. In der Mitte ein Restaurant. Ja, es ist sehr schön gepflegt auch. Das ist wie in Europa. Und das hier in Zentralasien. Absolut beeindruckend. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Bis auf die Preise, die sind natürlich teuer. Hier gibt es ein kleines Souvenirgeschäft. Es ist Stalin, ne? Nein. Lenin, ah, I'm confused. Das ist Lenin, nicht Stalin. Aber es mixed up, die ist zu. So. Da sind wir hier irgendwo im Zentrum. Da vorne gibt es eine Statue. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, sehr interessant zu sehen. And what is this building? This building, let me look. As I remember, it's some design university. Ah, it's some kind of university building. Design. Design? Interesting, yeah? Ah ja. So, hier gibt es einen Markt. So, jetzt sind wir hier am Bahnhof. Right, interesting. So, hier, nice photos. Von dem Präsident. Vielleicht ist es besser als working. Hier ist der Präsident. Sie machen ihn extra Fotos, als ob er aus diesem Tunnel kommen würde. Ja. Und hier führt sie an die Natur. Aha. Monday, Tuesday, you already left it. And Saturday. Oh, only Monday, Tuesday and Saturday they have trains. Yes. Okay, and they go directly from here to Samarkand. Yes, to Samarkand. Okay, and how much is the train? Сколько? Вопрос еще. В субботу какой состав будет? Волгоградский. $26. Was ist das? Terroristen? Terrorists? No, from... no. No, what is this? I don't know. Ah, you see here. Hier sieht man. Afghanistan, ne? I have no idea. Ah ja, und hier spielen sie Schach. You speak English? Yes, a little. I don't want to disturb. They're concentrating. I don't want to play? No, no, yes, I can, of course I can play. If you want, you can play one. I'd like to see. Wir sehen hier, das ist der Präsident. Wie heißt der? What is his name?
Ja, sehr interessant. Sie haben hier die Bilder an der Wand. Oh. Sie pflanzen die Blumen hier. Ist ja schön. Oh, ist ja wie Gemüse hier, ist ein Vegetable. Sieht ja aus wie Deutschland. Die hat zwei große Bier. Oh, eine Bar. Vielleicht sollte man abends hier hinkommen. So, gucken, was es zu essen gibt. Vielleicht etwas Veganes hier. Natürlich hier im Restaurant verkaufen die auch Flugtickets. Ja, sehr interessant. They're selling plane tickets in the restaurant. So, Mittagessen ist serviert. Wir haben einmal eine Suppe, eine Mushroom, eine Champignonsuppe für 2,50 Euro und einen Salat auch für 2,50 Euro. Die sagen ein roter Bohnensalat, aber ich sehe hier eigentlich keine roten Bohnen und es ist relativ klein. Aber kein Fleisch, das ist natürlich gut. So, hier gibt es noch einen anderen schönen Park in Tadschikistan. Ich dachte erst, er ist voller Menschen und dann sehe ich, das sind nur Statuen. Hier, links, rechts, da vorne. Natürlich, die mittlere Statue ist klar, aber auf den Bänken. Ja, sie besetzen die Bänke, aber es gibt genug. Und hier links ist auch ein kleines Fitnessstudio. Sehr, sehr schön. Also ich bin sehr beeindruckt von dieser Stadt. Guck hier, was ist das? Ein Peacock, Fasan. Ich vergesse Deutsch, das gibt's gar nicht. Ein Fasan. Ja, so, sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Statue und auch die Menschen haben interessante Outfits. Und relativ gutes Wetter heute. Leicht bewölkt, etwas sonnig und nicht zu kalt. Mindestens 10 Grad. Auch der Müll hier wird getrennt. Das ist sehr gut. Gelb, grün und blau. Obwohl ich weiß nicht, was grün ist. Ich denke, organische Abfälle. Ah, hier verkaufen sie Vögel in der Untergrundstation, in diesem Markt. Ja, sie verkaufen alles, aber halt auch Vögel und Vogelfutter. Ja, und die Vögel sind sehr laut. Die zwitschern. Sehr schön. So, das ist hier das größte Einkaufszentrum von Dushanbe. Schauen wir mal, was es zu bieten hat. Natürlich ist der Präsident auch wieder vorne zu sehen mit einem großen Bild, das gefotoshoppt wurde. Ganz klar. So, wie man sieht, ist alles sehr gehoben und entwickelt. Gucken, was es für Geschäfte gibt. Hier, Telefon. Hier mal hier hoch. Wow, sehr interessant. Hallo. Wow, man sieht den neuen Avatar. Ich glaube, er kommt jetzt ins Kino irgendwann. Aber auch eine hässliche Aladdin-Figur. Okay, und hier gibt es den Spielplatz. Was ist das denn hier? Sehr interessant, auch wieder Avatar. Ich habe es nicht probiert. Und wir können sehen, ist sehr günstig. 2,50 Euro ist billiger als Burger King. Ja, hier gibt es einen Piraten. Sehr gefährlich. So, das Hotdog-Maskottchen. Ja, tanzt im Supermarkt und möchte, dass wir Hotdogs kaufen. So, ich habe hier ein paar Salate zum Mittagessen gekauft. 20 Cent, 34 Cent, 1,20 Euro für die Pilze. Preislich alles sehr akzeptabel. Schaut euch hier die Graffiti an. Paris, sehr schön. Oh, schauen Sie, Sie sprechen Deutsch. Ein bisschen. Hallo, wie geht's Ihnen? Wie geht es? Danke. Sehr gut? Auch sehr gut. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Ich studiere in der Hochschule. Ah ja. Und sind Sie schon mal in Deutschland gewesen? Bist du nach Deutschland gefahren, gereist? Nein. Nein, noch nicht. Nein. Hier sieht man es. Sie sprechen Deutsch, ja? Ja, er spricht auch Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. Ja, also du kannst mit ihr reden. Ja. Ja. Sie sind aus Deutschland? Ja, aus Deutschland, ja. Gibt es viele Deutsche hier in Dushanbe? Sie sind Touristen. Ich bin Tourist, ja. Viele Touristen aus Deutschland hier? Nein. Nein, nicht so viele. Gibt es viele Menschen, die Deutsch sprechen, wie Sie? Hier in Auschan? Ich bin hier 8 Monate. 8 Monate, ja. Ich sehe hier. Ja. 4 und 5 Touristen. 4 und 5 Touristen? Yeah. Ja, ja. Aus Deutschland? 18 und 5 und 16. Okay, vielen Dank. Ja, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Nein. Ja, kommen Sie nach Deutschland. Kommen, auf Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Vielen Dank. Ja. Okay, was gibt es hier? Spenden? Man sieht, sie spricht Englisch.
Ja, und die anderen können keine Fremdsprachen. Beautiful paintings. And of course, the president. Schaut euch dieses Gemälde an. Es ist absolut realistisch. Es gibt nur wenig Autos hier. So, jetzt sind wir hier in einer Untergrund-Mall und sie haben sehr gute Louis Vuitton Handy Cover. Natürlich nicht echt. Hier auch. Ja, sehr schön. Hallo. How are you doing? You speak English? Yes. Ruski. Nipo di Mayo. No, English. Ploka. Okay, thank you. Spasiba. Sehr schön. Süßigkeiten. Alles, was man braucht. Und Kvass haben sie auch. Ja, die russische Kultur. So, hier gehen wir unter die Trauerweide. Über die Brücke. Es ist sehr schön. Es ist zwar abends, aber eine gute Atmosphäre. Es ist nicht zu kalt. Wie in Deutschland. So, hier drüben sehen wir den Palast des Präsidenten. Willkommen zum Nationalmuseum von Tadschikistan. Schauen wir mal, was es zu bieten hat und ob es noch geöffnet ist in dieser Zeit. So, das war's vom Museum. Sehr, sehr schön. Wir haben ungefähr 40 Minuten gebraucht, um alles zu sehen. Der Eintritt war 3,50 Euro für Ausländer und vieles war nicht offen, weil es renoviert wird. Also, und wir sind relativ schnell gegangen. Also man könnte wirklich stundenlang in diesem Museum verbringen. Gut, jetzt suchen wir ein Taxi und fahren nach Hause. Auch dieser Park ist toll. Aber leider im Dunkeln, man sieht diese Statuen nicht so gut. So, ich bin jetzt schon fast eine Woche hier in Dushanbe und zum ersten Mal sehe ich dieses wunderbare Monument, ja, was auch, glaube ich, eines der Denkmäler ist, diese Stadt. So, hier sieht man das Denkmal. Also ja, es ist ein Denkmal. Also, es gibt viele Fotografen hier, viele Leute, die gerne Fotos machen, aber ich kann auch alleine hier filmen. So, wir haben ein Taxi gefunden, ja. So, ja. Bring us this way. Das hier, the Opera and here. Opera? Yes. Thank you. Er ist gar kein Taxifahrer, aber es war schwer, ein Taxi zu finden. Deshalb bin ich jetzt hier eingestiegen. Das Taxi war sehr nett. Er hat mich umsonst mitgenommen. Es war schwierig, ein Taxi zu finden bei dieser Statue, ja, was noch nicht voll war. Aber er hat mich freundlicherweise mitgenommen und wollte kein Geld haben, ja. Daran sieht man die Gastfreundschaft der Tadschiken. Super nette Leute. So, hier auch ein Brunnen, der nicht funktioniert. Vielleicht im Sommer. Und zur Linken ein Boxstand. Rocky Boxer. Bei Wind und Wetter. Und noch ein Granatapfelsaft zur Stärkung. Frisch gepresst, 1 Euro. Hier. Ja. Dafür kriegt man in Deutschland gerade mal einen Granatapfel. Ja, diese Straße ist mal viel los. Man sieht, es gibt einen Markt. Produkte. Gucken, was man sonst noch so finden kann. Ah ja, hier gibt es noch mehr Geschäfte. Brot. Handtaschen, Uhren. Eier auch. Ah ja. Sehr interessant. Sie verkaufen alles Mögliche hier. Das sind keine Eier, das sind hier Süßigkeiten. Ja. Englisch? Do you speak English? Deutsch? Well, very nice. This is what you can make from sugar. Das kann man aus Zucker machen alles. Sehr interessant. Und was das ist? Gewürze.
Ja. Das ist auch noch Geschäfte, aber sonst nichts. Ein Café, das heißt Selfie. Ein Regenschirm. Hi, the kids are begging here too. But what I have is Rahmani. Da freut sie sich, wenn sie was bekommt. Leider hatte ich keine Süßigkeiten mehr. Das war das erste Mal, dass ein Kind überhaupt gebettelt hat in einer Woche. Ja, ist nicht wie in Afghanistan, dass sie ständig dir hinterherlaufen. Und sie war auch dankbar und ist weggegangen. Ja, das war gut. Aber es kommen noch mehr Kinder. So, ein letzter schöner guter Morgen hier vom Tadschikistan. Wir haben wieder wunderbares Wetter mit Ausblick auf die schneeverschneiten Berge. Es ist wie in Österreich oder in der Schweiz oder in Süddeutschland. So, das war ein wunderbares Hotel. Hotel Alisher, sehr empfehlenswert. 22 Euro die Nacht. Hier, sie sprechen sogar Chinesisch. Sie haben viele chinesische Touristen hier. So, leider war der Boss nicht da. Deshalb konnten wir kein Chinesisch sprechen. Es ist auch sehr früh am Morgen, hier um 9. Hier ist das Taxi. Das fährt mich jetzt zu den Taxis, die nach Panjshirkent fahren. Das ist die Grenzstadt in der Nähe zu Usbekistan. Und von da muss ich das Taxi wechseln. Aber mehrere Taxis. Ich glaube, 4 Autos. Von hier zum zweiten Taxi. Von da zur Grenze. Hallo, good morning. Straßwitze. So, hier ist das Terminal. Hier gibt es die geteilten Taxis. Ja, also wir haben hier keine richtigen Busse. Sie haben nur Taxis und Vans anscheinend. Aber ich nehme ein Taxi für 20 Euro zur Grenze. Das sind 6 Stunden Fahrt. Da sind wir hier im geteilten Taxi nach Panjshirkent an die Grenze zu Samarkand. 20 Euro und wir haben wunderbares Wetter. Die Hälfte geschafft. Kurze Pause. Hier sehen wir einen Esel. Ja, er hat Mittagessen. Ja, und er ist voller Stroh. Hallo. Ja, Bibit. Hier ist eine kleine Möhre. Hier gibt es auch Datteln. Hallo. Assalamu alaikum. Ah, und hier haben die noch diese Bälle. Das ist Käse. Ich dachte, das wäre süß, aber es ist milchig. Naja. Und hier verkaufen sie noch Bier, Heineken, gekühlt mit Quellwasser. Das war unsere Mitfahrerin. Hallo. So, how do you call these balls? And now they get them. So, willkommen in Panjshirkent, einer Kleinstadt in der Nähe von Samarkand in Usbekistan. Ja, ein Stop, den viele Touristen machen, bevor sie nach Usbekistan fahren, wie ich auch, obwohl ich war eigentlich schon an der Grenze, aber sie haben mich nicht reingelassen, weil ich eine Drohne im Gepäck habe. Jetzt muss ich die Drohne per Post nach Deutschland schicken. In der Zwischenzeit habe ich aber die Gelegenheit, diese wunderbare Stadt zu besichtigen. Ja, also das Hotel ist wirklich schön. Wir haben einen Panoramablick auf die Berge. Ja, Hotel Sukht heißt es. Ja, wir haben eine Heizung. Ich habe das Zweibettzimmer genommen. Hier ist die Heizung, weil es ein bisschen kalt ist. Der Fernseher funktioniert, da kann man Fußball schauen. Und hier ist das wunderbare Badezimmer. Ja, heiß Wasser, Kühlschrank und Internet ist super schnell. So, jetzt gehe ich schnell die Stadt erkunden, bevor es dunkel wird. Ich sehe euch draußen auf der Straße. So, hier gibt es einen kleinen Markt. Sie haben Früchte, Nüsse auf beiden Seiten. Sicherlich relativ günstig. Ja. Äpfel. Und schöne kleine Vögel hier in dem Baum. Das sieht sehr russisch aus. Es fühlt sich an wie in Sibirien. Das ist eine sehr schöne Moschee. Assalamu alaikum. So, hier haben sie einen Gebetsturm, vielleicht ein Minarett, aber er sieht anders aus als eine Moschee. Sind das hier Moslems? Ich weiß es nicht. Es sind Moslems, natürlich. Sie haben mich gegrüßt. Ja, mit dem muslimischen Gruß.
Aber es sieht halt anders aus als eine gewöhnliche Moschee. Ah, hier sieht man den Turm von Dushanbe. So, Sonntaggang. So, hier ist ein wunderschönes Panorama auf die Berge. Absolut fantastisch. Und hier vorne ist der Markt, die Markthalle. Ein sehr schönes Gebäude hier. So, jetzt kommen wir hier zum Markt. Mal schauen, was es gibt. Hallo. Salam. Salam. Wow, the bakery. Speak English. Meat. Meat, this chicken, is meat. Chicken, potato. Meat, ah yes. Alright, very good. Thank you. Yes, and here's bread. Hello, salam. Ja. Thank you very much. So, wir sind jetzt auf dem Bazar und es gibt allerhand Sachen zu sehen und zu kaufen. Ja, ich glaube, hier sind wir in der Frauenabteilung. Es gibt schöne Handtaschen, Mützen, auch für Kinder. Sehr, sehr interessant. Ja. Was haben Sie? Beauty. Alles. Brass und Brot. Aha, hallo, salam. Ja, so viel Brot, wir können so viel Brot essen. Ja, also für mich als Glutenunverträglicher natürlich nicht so gut. Aber ich bin nicht so glutenunverträglich. Ich kann noch nicht so viel essen. So, hier sieht man noch mehr Kartoffeln. Ich denke, es ist schon spät. Wir haben hier 5 Uhr mittags. Morgens ist hier sicherlich mehr los. Hello. Yeah, hello, how are you doing? Atkuda. No? Germania. Germania, yeah, how do you know? Oh, Deutschland, yeah. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Ah ja, sehr gut. Guten Abend. Wie heißt du? Stefan. Und Fahreddin. Fahreddin. Salam. Ah, salam. Schön, Sie kennenzulernen. Alles gut? Alles gut, ja. Aha. Ja, ja. Choi, Choi. Ja, na, danke schön. Sprechen Sie auch Deutsch? Wedding. German? German, ja. You speak Russian. Ja, yeah, I see. Yes. Many tourists come here to yes. Panjakent. Panjakent. It's very nice city. Oh, beautiful city. Very good, very nice. Yeah, and this is the big, this is the bazaar. Ja, der Bazaar. Hospital, yeah, we live. Ja. Hospital, yes. What? Yes. Hospital, hospital. Hospital, I got sucked. Ja, ja. So, ja, yeah, sehr gut. Dankeschön. Was? Ja. Wiedersehen. Das Vidania. Das Vidania. Very nice morning. Ja, ja. Hallo. Ja, interessant. Überall können Sie ein bisschen Deutsch. Ja, es gibt anscheinend auch andere deutsche Touristen. Ich habe gesehen, in meinem Hotel ist ein französischer Tourist. Ich habe ihn nicht getroffen, aber ich habe gesehen, dass er einen Passportscan an der Rezeption hatte. So, hier gibt es noch mehr Zeug. Öl, glaube ich. Saft, Fanta. Ja, sehr schön. Wurst. Alles findet man hier. Und die Sonne kommt wieder raus. Sehr schön. Dann gehen wir mal gucken, was es noch so gibt hier in der Stadt. Ah, die Sonne blendet aber ganz schön. Wo kommt man denn hier auch raus? Ich bin mir gar nicht sicher. Ne, hier sind Häuser. Der Ausgang muss hier sein. Ja, so Bananen, Kiwis. Exotische Früchte, Kiwis. Bananen, sehr gut. Bananen, Kiwi. Ah, 60 ist a good price. Thank you very much. Noch mehr Sachen hier auf dem Markt. Ja, macht eine Checkliste, was es noch gibt. Zur Kontrolle. Hier. Gekauft. Die Granatäpfel sind hier auch sehr beliebt und günstig. Nicht so teuer wie in Deutschland. Sie wachsen hier irgendwo. Ein Mädchen bettelt ein bisschen. Ah ja, und hier gibt es Alkohol. Ja, die Moslems sind nicht so streng. Hallo. Hallo. Hallo, how are you doing? You speak English? Thank you very much. Ah, thank you. Thank you very much. Goodbye. Das wieder hier. So, wieder draußen auf die Straße. Nach rechts. Wenn man nicht bezahlen will, wird man streng kontrolliert. Das habe ich gemerkt, als ich das Taxi von Dushanbe hier nach Panjakent genommen habe. Ja, er wurde dreimal angehalten und immer hat er ihm Geld gegeben. Aber auch nur so 30 oder 50 Cent und nicht so viel. Ja, und dann wurde direkt durchgewinkt. Ja, und es wurde trotzdem noch Zoll verlangt, also dieses Mautstrecken. Ja, also man muss viel bezahlen hier auf den Straßen. Ich glaube, die Maut war 1,50 Euro, aber nicht so viel für eine 5-Stunden-Fahrt. Und sie haben ja auch wunderbare lange Tunnel, ja, das muss man sagen. Haben sie sehr gut gemacht, ja, kilometerlang.
teilweise nicht beleuchtet. So, dieses Panorama ist herrlich. Leider ist der Fluss vertrocknet. Hier gibt es eine goldene Lenin-Statue. Sehr schön. So, mittlerweile ist es schon Abend geworden und sie haben schön weihnachtliche Beleuchtung. Ja, ich frage mich, ob es nur jetzt hier in der Vorweihnachtszeit ist oder das ganze Jahr. Sieht sehr, sehr schön aus. Noch gibt viele Vögel hier. Die Vögel, die sind in der Werbung. So, das war's hier schon vom Panjaken. Ich fahre jetzt nach Fujand, der zweitgrößten Stadt. Ja. Ich finde es ganz toll, dass die Leute ehrlich sind hier. 10 Euro nur nach Fujand. Sie wollten 20 von Dushanbe hier nach Panjaken. Kurzer Stopp auf dem Weg nach Fujand. Ja, das Problem ist, unsere Reisemitglieder sind hier ausgestiegen. Jetzt sucht der neue. Und das kann wieder eine halbe Stunde oder so dauern. Aber gut. Warten wir einfach ein bisschen ab. So, hier ist ein kleiner Markt. Wir haben schon 2/3 des Weges. Hier verkaufen sie Fisch, ungekühlt, würde ich nicht essen. Ja, das ist unser schöner Opel. Ja, mit kaputtem Windschutzscheibe. So, ich bin endlich in Fujand angekommen. Nach, ach, wie lange? 7-8 Stunden. Die Fahrt war sehr lange, hat zwar nur 10 Euro gekostet, aber war sehr anstrengend. Ja? Zwischen Taxiwechsel, viele Stops. Der Typ hat Reifen abgeholt, weggebracht, Säcke abgeholt. Er war quasi der Postbote für alles, Menschen und Dinge. Jedenfalls, mein neues Zimmer, 20 Euro die Nacht. Mit Heizung, Klimaanlage, ja, Fernseher. Ja? Und hier, ja, keine Küche, aber... Ne, so etwas Komisches. Und ein Badezimmer mit Jacuzzi. Ja, und es ist kein Jacuzzi, ist ein heißes Wasser zumindest. Sehr, sehr schön. 20 Euro. So, sehr neblig heute. Grau. Ja, und nicht so schön, obwohl man sieht ein bisschen den Sonnenuntergang, die Farben zumindest. Das sind Villas hier. Das ist echt reich. Das ist eine gute Nachbarschaft. Sicher? Ja, sicher ist sowieso. Ich denke, Tadschikistan ist sehr sicher. Und hier besonders sicher, aber auch besonders kalt. So, es ist schon wieder ein neuer Tag. Heute war ich etwas faul und bin zu Hause geblieben, habe lange geschlafen, die letzten Tage sehr anstrengend waren. Und jetzt bin ich hier und habe einen Park gefunden, 15 Minuten von meinem Airbnb. Es gibt eine große Statue und auch eine Gondel. Sehr interessant. Und es ist vor allem jetzt schön am Sonnenuntergang. Ja, man sieht die Farben. Und man kann die Gondel, hier vorne ist die Station, anscheinend über den Fluss nehmen. Obwohl, das werde ich heute nicht machen. Ich bin nur rausgekommen, um etwas zu essen zu suchen. War beim Bankautomat. Und ich denke, das war's schon für heute. Ein kurzes Video. Aber morgen werde ich Fujand erkunden. Mit voller Energie. Ja, und auch Deutschland spielt heute gegen Japan bei der WM. Deshalb wollte ich mir das Spiel angucken. Und habe keine Zeit, so viel rauszugehen. Aber ja, die Statue. Wie immer hat sie einen Schlüssel in der Hand und auch eine Krone. Wer weiß, was das bedeutet. Was auch sehr interessant ist in dieser Stadt, es gibt nicht so viele Bilder von dem Präsidenten. Ja, denn in dieser anderen Stadt, es war überall, aber hier nicht. So, hier ist der Bus und da ist ein Monument, ein Denkmal, eines der bekanntesten hier in Fujand. Ja, das ist eigentlich nur ein Kreisverkehr. Aber ich habe es sehr häufig auf Bildern gesehen. Auch hier sehen wir wieder eine Krone. Ja, ein Symbol des Landes. So, es kostet 1 Euro Eintritt. Dann wollen wir sie nochmal unterstützen. Hier sehen wir alte Instrumente. Die Kleidung. So, wir sind jetzt oben angelangt. Ja. Und können uns die Stadt bei Nacht anschauen. Ja, es ist sehr dunkel, wir sind etwas spät. Ich hätte früher kommen sollen. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Ja, und für 1 Euro lohnt es sich auch bei Nacht. Aber ich würde wiederkommen. Aber es sind 20 Minuten von meinem Hotel, ich habe keine Lust nochmal hinzulatschen. So, es ist ein neuer Tag in Fujand. Ich versuche jetzt zum Afghan Market zu gehen. Ja, aber ich brauche erst ein Taxi.
Ich weiß nicht, ob ich mit ihm fahren kann. Versuche mir mal den Bus zu nehmen. Ich würde lieber ein Taxi nehmen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hallo, you go to the intersection? I come with you. Hallo, how are you? Ich denke, der fährt jetzt hier zu der Kreuzung. Und an der Kreuzung kann ich einen anderen Bus nehmen, der hier zu dem afghanischen Bazar geht. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, der Bus fährt sogar in die richtige Richtung, über die Brücke. Das heißt, ich kann fast schon komplett dahin fahren. Und ich sehe, auf dem Schild steht, es kostet 25 Cent. In der Hauptstadt kostet es nur 20 Cent. Oh, hier sehen wir schon den Fluss, sehr, sehr schön, mit der Statue. Und man reicht den Leuten das Geld durch, denn das Kind gibt das Geld dem Fahrer. Kriege ich Wechselgeld, wenn nicht, aber auch okay, 50 Cent. Und ich habe echt Glück, der Bus fährt zufällig genau dorthin, wo ich hin will. Ich kann es nicht glauben, aber er gibt Wechselgeld. Ah ja, denke ich schon. Wow. Das ist echt super, nicht wie in Deutschland. Ja, so, und ich bin tatsächlich direkt hier hingefahren. Ja. So ein Glück heute, den richtigen Bus erwischt zu haben. Ja. Das passiert nicht immer, normalerweise muss man schauen. Aber hier sprechen die Leute auch nicht so gut Englisch. Das ist mein Glückstag. Der Bus hält tatsächlich an der gegenüberliegenden Straßenseite, wo ich hin will. So, das scheint hier der Afghan Market zu sein. Assalamu alaikum. Das ist der Afghan Market. Hier vom Afghanistan. Nein. No. People not from Afghanistan here? Imir. Aha, okay. Alles, passiva. Afghan Bazaar. Ja, heißt Afghan Bazaar, aber sind hier auch Leute aus Afghanistan? Das müssen wir rausfinden. So, etwas zu essen. Die sehen nicht nach Afghan People aus. Die sehen, das sind alles Tadschiken hier. Hallo, ist der Afghan Market? Afghan Market? Hier? Ah. From Afghanistan? Das ist der Afghan Market hier, ja? Afghan Bazaar. Ah, Afghan Bazaar. Are you from Afghanistan? Nein, Tajik. Ah, Tajik. Afghan Bazaar. Ah, Bazaar, der Afghan Bazaar. Okay. Micho. Khujan. Khujan, ja, ja, I know. Khujan. Okay. Spasiba. Spasiba, thank you. So, ich glaube, es heißt nur Afghan Bazaar, aber sind hier keine Leute aus Afghanistan. Traurig. Ich würde gerne Leute treffen. Die sind immer sehr, sehr nett. Aber gut, es ist auch interessant. Die Tadschiken sind auch sehr nett, wie man sieht. So, hier sieht man noch ein bisschen was. Na, das sind keine Afghanen, man sieht es schon an den Gesichtern. Hallo, ist der Afghan Bazaar? Ah ja, wollt ihr von Afghanistan? No, ihr von Tadschikistan? Tadschikistan. Ah, yes, okay, thank you. Hm? Alman. Algermania. Ja, thank you. Spasiba. Ja, also keine Afghanen hier. Das ist riesig, der Platz. Riesig, sag ich euch. Ja. Direkt hier vorne ist auch gleich der Tempel, den ich besuchen will. Das ist die Hauptattraktion. Ja, also ist direkt neben der Hauptattraktion des Landes hier, ja, also der Stadt Khujand. Sie haben Salat. Ja, also Kimchi. You have Kimchi? No Kimchi. Englisch? No Englisch. Ja. Ja, sie haben hier, das sieht aus wie Kimchi. Es sieht sehr lecker aus. Ja, eingemacht, sehr gesund. Ja. Tajik Salat. Ah, privit. How are you? Как ты? Хорошо. Хорошо. Oh, yes. Okay, спасибо. Und guck, wo wir jetzt sind. Hier, bei der Hauptattraktion. Den historischen Tempel. Sehr schön. Oh, sie haben sogar ein Karussell. Aber das Wetter, es ist irgendwie so neblig oder versmockt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Luftqualität. Die Kinder fahren Ferraris. Elektrisch. So, jetzt sind wir hier bei der Hauptattraktion, ja, von Khujand. Dieser alten Moschee. Ja, oder diesen Tempel. Ich weiß nicht, was es genau ist. Ja, und hier vorne ist der Markt, wo wir gerade herkommen sind. Und auch ein kleiner Spielplatz für die Kinder. Ja. So, schauen wir mal. Ich sehe hier keine anderen Touristen, trotz der Hauptattraktion. Ja, aber viele Tauben. Guckt euch allein mal die Türen an. Hier, wie schön verziert diese Türen sind. Ja, also wirklich
gute Qualität. Leider ist es verschlossen, das Gebäude. Es ist sicherlich auch sehr schön von drinnen. Hallo, how are you? Ja, sie wollen, aber alle wollen mit was. Man kann ihnen kein Geld geben, man kann ihnen nur Süßigkeiten geben, aber ich habe jetzt keine gekauft. Außerdem sind die Kinder nicht so arm wie in Afghanistan. Guckt euch die Kleidung an, denen geht's nicht so schlecht. Ja, in Afghanistan brauchen die es viel eher. Ja, ich würde gerne mal hier reingehen, aber leider ist es verschlossen von allen Seiten. So, also es ist hier das Mausoleum von Scheich Muslihidin, wie auch immer das war. So, hier sehen wir die Haupthalle. Die Tür war offen. Es ist leer. Ich glaube, es wurde renoviert. Er sagt, wir können nicht reingehen. Da vorne ist der alte Kronleuchter auch. Der ist unter Renovation. Hier sieht man jetzt ab das Kabel. Aber sehr, sehr schön. Wow, dieser Bazar ist fantastisch. Hier gibt es Nüsse, hier sind die Preise, also ja, 10 sind 1 Euro, das heißt 10 Euro für 1 Kilo davon, ja, 13 Euro für 1 Kilo Cashews, ja, so, auch hier, toll, okay, lecker, aber ich mag lieber die frischen. So, ich habe eine schöne Tasche gekauft, 20 Cent für mein Zeugs, und hier ist der Tiermarkt und Kleidungsmarkt, alles zusammen wieder. Essen, Kleidung, Tiere, es wird nichts getrennt. So, das war's jetzt schon vom Tadschikistan. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch Tadschikistan für die Gastfreundlichkeit. Eigentlich nur gute Erfahrungen gehabt, bis darauf, dass sie mir meine Souvenirs an der Grenze weggenommen haben. Aber ansonsten waren die Leute nett, das Land war schön und ich würde gerne wiederkommen eines Tages. Ja, und bis zum nächsten Mal.